Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, und ihr habt es schon geahnt, Timberborn hat mich so dermaßen in den Bann gezogen, ehrlich gesagt. Normalerweise würde ich jetzt um diese Zeit die Elder Scrolls Online spielen, weil ein neues Kapitel rausgekommen ist und ja, es endlich mal ein bisschen neuen Input gibt, aber Timberborn hat mich irgendwie so in seinen Bann gezogen, dass ich unbedingt ein Let's Play dazu machen muss. Und wir haben ja schon das Tutorial hinter uns gebracht. Ich habe auch ein bisschen privat ausprobiert, damit ich nicht ganz doof dastehe. Und ich muss mal eben schauen. Ah, nee, ich wollte hier noch mal eben was schauen. Hier kann man nämlich eine neue Karte erstellen und editieren. Das wollte ich nur mal kurz anmerken, bevor ich was starte, weil ich die Funktion gar nicht kannte. Die habe ich mir sagen lassen, dass die ganz gut sein soll, wenn man mit speziellen Karten nicht so ganz klarkommt und man die ein bisschen verändert haben will. Aber wir nehmen natürlich jetzt erstmal eine Standardkarte. Übrigens, die zweite Fraktion, nämlich die der Eisenzähne, habe ich mittlerweile freigeschaltet. Da musste man ja einen Zufriedenheitsstatus von Level 8 erreichen. Das habe ich geschafft bei ein bisschen Hin- und Her-Probiererei. Aber wir werden jetzt erstmal mit der normalen Variante anfangen. Davon werde ich ein Let's Play machen. Und wenn wir entweder an dem Punkt sind, wo es nicht mehr weitergeht, also wo es endlos so weiterlaufen würde wie bisher, oder an dem Punkt, dass eventuell unser ganzes Dorf ausgestorben ist, und glaub mir, es geht schneller, als man eigentlich denkt. Dann werden wir auf jeden Fall eine Staffel 2 machen und dann auch mal die Eisenzähne anschauen. Aber wir fangen erstmal mit den Rustikalrouten an. Also, ich würde sagen, da Plains empfohlen wird, nehmen wir das erstmal für den Anfang. Die anderen Karten habe ich noch nicht gespielt. Das Lakes hatten wir uns, glaube ich, im Tutorial angeguckt. Und ja, wir machen einfach mal einen Start mit Plains. So, und dann ist die Frage, wie wir die Siedlung nennen. Siedlung, das ist gar nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, beim ersten Mal haben wir Biberhausen genommen. Dann nehmen wir das Ganze jetzt einfach Bibersiedlung oder die neue Bibersiedlung oder unabhängige Bibersiedlung. Wir kürzen das einfach ab mit Bibersiedlung. So, und da kommen unsere fleißigen Biber schon raus. Eins muss ich aber noch vorwegnehmen. Ihr seht ja, die Kameraperspektive ist jetzt so geblieben, auch wenn ich meine Maus loslasse. Wenn ihr das Spiel gerne selber spielen möchtet, dann könnt ihr auf Escape drücken, auf Einstellungen und hier bei Benutzeroberfläche Kamera entsperren. Wenn ihr das macht, dann habt ihr das, was ich jetzt hier habe. Dann bleibt ihr immer, egal wo ihr hinscrollt und so weiter, beziehungsweise mit ASWD, bleibt ihr immer auf dieser Ebene, wie ihr die Kamera eingestellt habt. Das finde ich persönlich schon eine sehr, sehr geile Sache, weil es hat mich doch sehr genervt, dass es immer wieder zurückgesprungen ist. So, wir haben hier unten zwar ein Tutorial, das können wir auch theoretisch nebenbei machen und dann ein bisschen wegklicken, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ihr seht die Karte hier. Ich mache die mal ein bisschen größer. Die ist natürlich sehr, sehr, also was heißt natürlich, sehr, sehr ausgestorben, sage ich mal. Da sind auch gute Plätze nochmal, um Metall, glaube ich, zu bekommen. Altmetall, genau. Okay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit den wichtigsten Sachen. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, wie wir das am besten machen. Es wäre ganz gut, zumindest für den Anfang, dass wir erstmal die Bäume hier lassen, dass wir die dann da auch weiter pflanzen können. Dass wir aber hier unten auf jeden Fall die Versorgung machen. Und ich würde sagen, hier oben die Beeren, die können die ja noch. Ach so, kann ich jetzt so natürlich nicht sehen. Die können die ja später noch erreichen, dass ich dann hier am besten alles aufbauen werde fürs Wasser. Das heißt, die sollen dann hier die Büsche auf jeden Fall erstmal abernten und dann da keine neuen mehr hinbauen. Also ganz gut ist immer, weil ja auch die Dürreperiode nicht so lange auf sich warten lässt, wenn ihr
euch einen kleinen Überblick verschafft am Anfang. Das heißt, da könnt ihr dann einfach hier oben pausieren, da machen die Biber hier gar nichts. Und dann schaut ihr einfach, was brauche ich und was möchte ich noch machen. Wobei hier unten die Bäume vielleicht als erstes mal weggemacht werden sollten. Ich würde sagen, dass ich als erstes schon mal das Bauernhaus dahin stelle, wo es später hin soll, damit das danach nicht... Das hat irgendwie eine riesige Reichweite hier, sehe ich gerade. Ich würde sagen ungefähr... Nein, da wollte ich es jetzt nicht hinhaben. Warum ist das hier gelb gewesen? Da war doch gar nichts im Weg. Na gut, lassen wir es jetzt mal einfach hier stehen. So, dann können wir nämlich daneben... Kann man das jetzt schon pausieren? Ja, dann pausiere ich das jetzt erstmal. Das wird dann danach erst gemacht. Dann nehmen wir erstmal ein Holzfällerfähnchen. Das ist ja groß genug. Das bauen wir einfach daneben. Und natürlich einen Pfad, der nach oben geht. Wobei wir den dann... Naja, es ist ein bisschen blöd, weil wir dann ja später das Holzfällerhaus... das Bauernhaus da machen wollen. Das heißt, ich werde den Pfad hier so hochziehen. So. Und ja, dann lassen wir das erstmal langsam laufen. Das soll auf jeden Fall erstmal Priorität haben. Und wir müssen natürlich auch noch den Bereich festlegen. Ich habe schon wieder nicht geklickt. Festlegen, wo die Bäume erstmal abgepflanzt werden sollen. Wir sollen übrigens zwei Holzfällerfahnen am Anfang bauen. Also machen wir das doch einfach mal, damit wir auch das Tutorial nebenbei ein bisschen gemacht bekommen. So, ist jetzt die Frage. Stellen wir das hier hin? Das reicht eigentlich relativ weit nach hinten. Dann könnten wir da oben Sägewerk und so weiter machen. Beziehungsweise das geht dann ja darum. So. Machen wir das erstmal so. Der Weg dahin, den sollten wir auch noch kurz machen. Die haben natürlich dann auch oberste Priorität. Die sind ja auch recht schnell gebaut. Ich meine, wir haben hier oben auch noch einen Stock von Nahrung und Wasser. Deswegen sollte man auf jeden Fall erstmal gucken, dass man was bauen kann für Holz. Die Frage... Ah ja, der ist schon dran. Ich wollte gerade sagen, er läuft jetzt hier durch meine Hütte durch. Ach so, die müssen wir jetzt nicht mehr pausieren. Die können wir jetzt natürlich schon mal bauen lassen. Das ist schon mal gut. Hier, das sollte auch abgerissen werden. Eigentlich auch oberste Priorität, damit hier etwas Wasser reinkommt. Denn ich habe mich damit nochmal so ein bisschen auseinandergesetzt, was ich so beim Üben nicht gemacht habe. Die Frage ist doch, der kommt von oben dran. Schauen wir uns jetzt mal an, was der gute Biber hier macht. Ihr werdet gleich sehen, wenn dieser Damm da weggemacht wird, dass das ganze Wasser dann auch da oben reinfließt. Können wir das natürlich auch ein bisschen schneller machen. So, da fließt es nämlich dann schon direkt da oben rein. Das hat den Vorteil, wenn jetzt zum Beispiel hier oben sieht man es auch, wenn jetzt hier oben alles so düster und grau ist, dann geht das weiter bis nach hinten rein, dass es eben nicht mehr so düster und grau ist. Schade, ich habe gehofft, dass es jetzt noch bis hinten durchgeht. Das hat leider nicht geklappt. Aber gut, ich möchte ehrlich gesagt mit der Zeit das so haben, dass wir hier oben die Häuser hinbauen und hier unten am besten irgendwas machen, wofür wir viel Grün brauchen. Beispielsweise, das sollte eigentlich ausreichen, dass wir hier unten die ganze Nahrung erstmal haben. Und dann vielleicht hier und hier so in dem Bereich oder so noch Holz haben. Muss ich mal gucken. Also wie ich das genau mache, muss ich tatsächlich mal gucken. Das können wir auch schon wieder wegklicken, das auch. Ja, haben wir auch alles gemacht. Wasserpumpe wollten wir jetzt machen. Ich muss aber jetzt erstmal kurz Nahrung. Eine Sammlerfahne hier hinstellen. Das ist richtig. Darf nicht wieder vergessen, da drauf zu klicken. So. Einmal verbinden und einmal bitte sofort machen, damit hier der ganze Bereich mal weggeerntet werden kann. Was mich dazu bringt,
Ressourcen. Das sind nämlich kleine Büsche hier, die sollten abgerissen werden. Also ich möchte jetzt erstmal wirklich nur die großen behalten. Ich mache da hinten dann auch nochmal ein Sammlerfähnchen hin. Achso, das ist noch nicht gebaut. Ja, da können wir natürlich noch nichts sehen. Ist aber gleich durch. So, das ist jetzt bis hier. Wir könnten aber noch den Weg hier hoch machen, rein theoretisch. Ich mache das mal am besten. Wie mache ich das denn hier am besten? Mache ich das jetzt wieder zu? Ich mache das mal am besten so. Und ich meine, den Weg können wir ja später immer noch ändern. Und so. Dann mache ich da eins hin. Und da nochmal so eine Holzfällerfahne. Ich vergesse immer vorher drauf zu klicken. Ich weiß auch nicht warum. So, damit das schon mal alles aus dem Weg geräumt wird. Und das dann bitte auch mit Priorität, damit wir da oben ein bisschen Platz bekommen. So, dann genau die Wasserpumpe. Die möchten wir natürlich auch erstmal bauen. Da muss ich dann da einen Weg hoch machen. Das ist ein bisschen blöd, aber gut, da kann ich rechts dran vorbei. Was ganz wichtig ist, man sollte nie nur mit einer Wasserpumpe anfangen, finde ich persönlich. Achso, das ist der Busch. Ich wollte gerade sagen, irgendwas steht doch jetzt hier gerade. Irgendwas ist nicht richtig, wollte ich gerade sagen. Da ist der Eingang. Das verbinde ich jetzt erstmal so. Dass der Busch im Weg ist, ist natürlich ein bisschen blöd. Das umschiffen wir jetzt erstmal hier. Müssen wir die Wege dann später noch so ein bisschen anders bauen. Das soll auch noch bitte mit Priorität weggemacht werden hier. Und das wäre eigentlich auch ganz gut, wenn das mit Priorität weggemacht würde. So, was brauchen wir jetzt dafür? Da brauchen wir die Holzscheite für. Da sind ja unsere Biber hier fleißig beschäftigt. Warum der Bauernhof noch so lange braucht? Der soll eigentlich auch ein bisschen mehr Priorität haben hier, bitte. Wir haben jetzt erstmal 11 obdachlose Biber. Die Armen, könnte man jetzt brüllen. Aber das ist leider für den Anfang normal. Wir lassen das Ganze auch ein bisschen schneller laufen. Denn die schlafen jetzt erstmal alle. Die haben natürlich kein Dach über dem Kopf. Das heißt, sie legen sich einfach erstmal dahin, wo sie nicht hingehören. Nämlich mitten in den Weg rein sozusagen. Okay, hier oben sind sie schon ein bisschen am Arbeiten, also beziehungsweise am Sammeln, das ist gut. Da hinten wird auch gebaut, das ist sehr gut. Dann gucken wir hier nochmal, dann wird der Bereich hier nämlich erweitert. Das ist auch gut. Ich würde sagen, dass wir dann da hinten auf jeden Fall noch was für die Blaubeeren hinstellen. Das Problem sind halt die Bäume, die jetzt so ein bisschen im Weg sind. Ich vergesse jedes Mal drauf zu drücken. Ich kann es nicht oft genug sagen. Immer vorher drauf drücken. So, ich würde hier gerne einen vernünftigen Weg machen und noch mal einmal sowas mit den Blaubeeren. Die Frage, ach, was klicke ich denn schon wieder? Die Frage ist natürlich, wie machen wir das jetzt hier am besten? Weil hier ist alles zu, ne? Hier ist so ein bisschen, ja, im Gucken. Mein Gebiet erstreckt sich bis hier unten. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wenn ich das da hinstelle, wenn ich das hier hinstellen würde. Machen wir es doch so. Weil man sollte natürlich auch immer so ein bisschen nach dem Gebiet gucken bei der Positionierung. So, die Frage ist jetzt nur, da können wir noch einen Weg hinmachen.
Da. So, das wird dann später gebaut, wenn hier oben endlich mal... Ist da überhaupt jemand am Arbeiten? Ach, da sind gar keine arbeitslosen Biber gerade. Das ist natürlich schlecht. Wir bräuchten eigentlich ein paar mehr. So, Nahrung ist da. Sehr gut. Das heißt, wir können... Wachsen da jetzt schon wieder neue Bäume? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln oder was? Wachstumsfortschritt 87%. Ja, das finde ich jetzt aber nicht nett, weil die sollen ja weg. Jungs, die sollt ihr wegmachen. Ich will da schließlich was hinpflanzen. So, Nutzpflanzen anbauen. Wir fangen natürlich wie immer mit Karotten an. Da oben ist der Weg. Eigentlich würden wir jetzt da anfangen. So. Ich würde mal sagen, so breit. Und noch ein bisschen tiefer. So. Ach so, der hat gar nicht so viel Einfluss bis da unten, sehe ich gerade. Das ist natürlich nicht gut. Wenn wir jetzt hier das noch so durchmachen würden und da theoretisch würde das gehen. Moment, zu weit von den Bauarbeiten, entfernt, genau. Wenn wir das da reinigen, dann ist es allerdings mitten ins Feld. Das ist halt der Nachteil. Aber dann könnte man drumherum... Moment, was rede ich denn da? Ach nee, das ist nur... Ja, ich bin heute Morgen irgendwie noch nicht so ganz wach. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Okay, dann... Nee, was mache ich denn? Nutzpflanzen anbauen. Dann können wir auch direkt schon mal die Kartoffeln so weit reinmachen. Und natürlich auch Weizen. Weizen wird später noch wichtig werden. Aber erstmal die Grundversorgung ist natürlich am wichtigsten. Die Frage ist jetzt... Ja, theoretisch könnte der auch nach oben arbeiten, ne? Wir könnten das ja hier in die Mitte stellen. Aber ich würde hier oben gerne die anderen Sachen hinbauen, deswegen... Oh, ganz, ganz wichtig. Ich hätte es fast vergessen. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir das Wasser auch lagern können. Ich möchte gerne die Blaubeeren hier weghaben. Ach so, Moment, ich kann jetzt hier erstmal... das richtig machen. Zack, dann sieht das hier nicht mehr so komisch aus. So, das ist gut, weil das geht nach oben. Setzen wir erstmal so einen kleinen Tank dahin. Und dann mache ich da die Straße, genau. Und setze ich die hier so rüber. So, haben die hier oben schon, ja, da haben sie auch schon weitergearbeitet, das ist doch schön. Dann kann man sich nämlich so peu à peu immer ein bisschen vortasten, wenn da was weggemacht worden ist. Hier, das ist ein bisschen blöd, ich hätte es gerne hier rechts. Ich weiß nur nicht, obwohl 31, naja, das ist jetzt nicht so... Da kann man das auch abreißen, finde ich. Damit ich hier das direkt vernünftig hinbauen kann. So, was für mich persönlich jetzt schon ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist Wissenschaft. Hier möchte ich gerne die... Oder ich mache es anders. Ich mache erstmal Pfade. So. Und so, dass man hier einmal rumlaufen kann. Weil hier möchte ich gerne Sägewerk und so weiter reinbauen. Achso, ich muss ja noch anklicken. Das heißt, ich werde dann das mit der Wissenschaft hier machen. Ich hätte theoretisch noch die Möglichkeit, zwei dahinter zu machen. Wenn ich da den Pfad hoch machen würde. Das müsste... theoretisch gehen. So, dann das so. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass wir natürlich platzsparend bauen. Dann den Pfad einmal hier hoch
Und einmal hier hoch. So, das können wir dann natürlich auch ein bisschen schneller machen. Das bitte erstmal als Priorität. Habe ich noch irgendwas, was wichtig ist? Achso, die müssen natürlich auch Priorität bekommen. Das ist auch ganz wichtig. Weil die Dürre nicht auf sich warten lässt. Leider. Wo haben wir dich denn? Da wohnen. Wie machen wir das denn am besten? Wie gesagt, ich hätte gerne die Häuser oben. Das ist natürlich blöd, wenn wir jetzt hier unten anfangen, Häuser zu bauen. Hier habe ich erstmal die Nahrung. Da möchte ich gerne die Wasserversorgung soweit haben. Ich meine, gut, ich könnte hier hinten erstmal noch die Häuser reinbauen. So, die ersten. Oder mache ich das so? 1, 2. 2. Dann könnte ich da theoretisch noch. Ist nicht so einfach. Man muss alles planen. Also, da würde ich das dann so machen, dass es dann da reingeht. Die Frage ist dann nur, muss ich von rechts bauen? Doch, das geht aber dann. Und dann dahin. Okay. Ich möchte sie auch später noch schön übereinander stapeln, aber wir brauchen natürlich erstmal was, wo wir sagen können, damit starten wir jetzt. So, dann möchte ich das aber komplett hochbauen. So, Jungs, ihr braucht hier überall eine Holzscheite für. Achso, ihr seid jetzt alle am Pennen. Okay, dann mache ich das Ganze mal. Außerdem sollen die mal 2 Stunden länger arbeiten. Das geht gar nicht. Also sind so faule Säcke hier. Das können wir nicht machen. Also wir machen hier in der ersten Folge auch erstmal, ich sag mal, die Grundversorgung, was man auf jeden Fall dabei haben sollte. Was für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, wie gesagt, sind hier diese, ja, Erfinder heißen die, also die Wissenschaft. So. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil ich nämlich sehr schnell hier die Holztreppe freilegen möchte. Ach, das erinnert mich übrigens daran, dass ich noch gar kein Sägewerk habe. Das muss ich natürlich auch erstmal bauen. Und ich bräuchte am besten... Können wir das so machen? Ich bräuchte am besten noch den... Genau, ja, das passt doch perfekt. Okay, Wasserpumpe, das können wir ja auch schon mal soweit alles wegklicken. Ja, darauf bin ich nämlich jetzt gerade aus. Holzscheitstapel habe ich schon mal gebaut. Lagerhaus bin ich gerade am Überlegen, wie wir das am besten machen, weil das sollten wir auf jeden Fall hier unten auch in der Nähe vom Essen machen. Und ich würde auch gerne sehr schnell die größeren Lagerhäuser hier haben. Wir müssen natürlich jetzt erstmal mit kleinen anfangen. Da würde ich jetzt sagen, dass wir das wieder so bauen. Jetzt muss ich mal einen gucken. Moment, das ist ganz oben. 1, 2. 1, 2. Ja, da geht auf jeden Fall noch eins dazwischen. Das ist gut. Und so. Ist jetzt ein bisschen viel für meine armen, fleißigen Biber, die hier am Schuften sind, um alles bauen zu können. Was ich euch nur empfehlen kann, dass ihr am besten schaut, dass ihr wirklich ein Lagerhaus für eine Sache anlegt. Das priorisieren wir auch mal, weil eins sollten wir auf jeden Fall haben. Oh, ist das süß. Ja, okay, so sieht man es jetzt nicht, aber wenn man so draufklickt, sieht das aus, als ob der hier mitten in dem Holzstapel-Ding am Schlafen ist. Ja, hier ist natürlich direkt schon alles voll. Ah, das ist schön, wenn der hier endlich mal anfängt. Ja, wir haben kein Lagerhaus. Ich weiß, ich weiß. Ich habe ein bisschen später mit angefangen. Ich gebe es auch zu. Ich könnte
Ich hätte hier viermal Wissenschaft. Ich könnte theoretisch jetzt das Lagerhaus nach oben durchbauen. Ich müsste auf jeden Fall hier unten ein Lagerhaus für Karotten, ein Lagerhaus für Kartoffeln, ein Lagerhaus für Weizen. Ja gut, dann könnte man ein Lagerhaus noch nehmen für die Beeren. Das ist jetzt für mich erstmal am wichtigsten. Achso, hier oben können wir, glaube ich, auch ja, die Strecke weitermachen. Sehr schön. Es wäre nur schön, wenn du hier mal mit Priorität da hinten den Mist wegmachen könntest, Junge. So, machen wir hier auch mal in zwei Häuser definitiv Priorität rein. Jetzt schlafen sie natürlich wieder alle. Achso, Forschung. Haha. Uns fehlen die Biber. Das ist schlecht. Also, Wasser pausieren wir mal. Zumindest eins. Also das zweite sollten wir jetzt nicht unbedingt pausieren. Holz haben wir eigentlich nie genug. Wenn man so will. Ach so, die Reichweite. Doch, hier unten sollte der aber theoretisch auch hingehen. Aber ich gebe zu, das nervt mich hier ein bisschen. Nee, Moment, hier. Das soll einmal abgerissen werden. Und es tut mir jetzt leid, aber ich möchte diese drei Dinger hier mal abgerissen haben. So. Das, das, das. Alles, was hier nicht hingehört, soll bitte abgerissen werden. Das geht mir auf die Nerven. Oh, da Priorität rein. Da. Ich meine, mir wäre es wie gesagt lieber, wenn sie das Ganze rausnehmen würden. Aber es ist halt nicht so. So. Nutzpflanzen. Machen wir da auch Karotten hin. Das sind auch noch Karotten. So, perfekt. Dann sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen besser aus. Hier oben wird pausiert. Ist jetzt einer reingegangen bei der Forschung? Nö. Warum nicht? Ihr Schweine. Okay, dann priorisieren wir jetzt erstmal hier die Häuser auch noch. Wieso ist dann? Ach, das habe ich nicht priorisiert. Ah! Das ist der Nachteil, wenn man nicht daran denkt, wirklich die wichtigsten Sachen zu priorisieren. Hier, das möchte ich aber nicht neu bauen. Ich möchte... Habe ich jetzt... Ach nee, habe ich nicht, weil das hier... Oh mein Gott, dann reißen wir das doch hier oben ab. Komm, Leute. So, das jetzt bitte mal abreißen. Also ich habe hier die Schnauze voll. Ich will jetzt hier endlich das Ding oben aufbauen können. Ja, und das daneben bitte auch noch. Nee, machen sie natürlich nicht. War ja wieder klar. Oh, sind das faule Biber. So, jetzt steht hier unten, baue 6 Hütten. Da sind wir ja quasi bei. Achso, 3 haben wir schon gebaut. Dann, nee, Moment, die habe ich schon priorisiert. Dann können wir die auch noch priorisieren. Den haben sie jetzt auch gemacht. Ach, den haben wir gar nicht priorisiert. Schon wieder. Tata, tata. Oh Mann. Okay, macht mir auf jeden Fall hier oben noch die Häuser, damit ihr dann auch Babys machen könnt. Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, dann machen wir das am besten auch nochmal in Prio rein. Oh, endlich kann ich hier den Weg bauen. Okay, so. Ja gut, keine Arbeitslosen, okay. Kann ich noch nachvollziehen. So, jetzt haben wir hier natürlich einen Fehler gemacht. Weil er hat jetzt da die Beeren mit reingemacht. Naja, gut. Gute Frage, nächste Frage. Ich könnte es jetzt erstmal so lassen, bis ich das Lagerhaus hier gemacht habe. Nein, nicht löschen. Ich wollte eigentlich hier weitermachen. Das Problem ist natürlich, dass man viel am Anfang im Endeffekt auf einmal braucht. Mehr oder weniger auf einmal. So, da können wir jetzt noch was hinbauen. Da auch, sehr schön. Kümmern die sich auch noch um den Mist, der hier unten ist? Weil zumindest bei den Karotten sollte das
priorisiert weggemacht werden. Ah, das ist sehr schön. Wir können schon mal 5 mehr beherbergen. Oh, das ist schlecht. Die wollen Wasser haben. Habe ich hier was verpasst? Nee, Moment. Wasserspeicher sind doch voll. Warum erzählt er mir denn hier, er will Wasser haben? Keine Aufgaben in Reichweite. Hallo? Wie, keine Aufgaben in Reichweite? Du darfst auch gerne hier mithelfen und die ganzen Sachen hier abreißen. Nur mal so nebenbei. So. Okay, da haben wir dann schon mal das Wichtigste soweit. Ist jetzt hier mittlerweile einer drin? Da ist immer noch keiner drin. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier die Population ein bisschen in die Höhe bekommen. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? Ach so, Wissenschaftspunkte haben wir noch gar keine, weil wir die Biber da drin haben. Was ist hiermit? Wie keine? Ach so, ich Idiot. Ich predige immer, man soll alles markieren und ich Idiot habe die nicht markiert. Oh mein Gott. Und wir sind Level 5. Aber nicht, weil ich es jetzt gerade markiert habe. Ach so, sondern wegen den Hütten, glaube ich, hier unten. Erfinder habe ich auch schon gemacht. Ach so, genau, ein Wasserrad hätten wir eigentlich noch machen können. Ist die Frage, wo das jetzt am besten wäre. Wir bräuchten rein theoretisch ein Wasserrad, um das, ach, das war eigentlich fürs Sägewerk, ne? Ja, braucht Energie. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Ah, nein, ich habe es nicht freigeschaltet. Aber ich kann ein Notfall-Energierad da dran bauen. Aber da brauchen wir dann natürlich wieder jemanden. Mache ich das von der Seite? Ach nee, da brauche ich auch einen Pfad, ne? Obwohl hier hinten geht ein Pfad entlang. Das sollte eigentlich funktionieren. Das war jetzt ein ganz dummer Fehler von mir. Der natürlich mal passieren kann, der aber dennoch scheiße ist. Das priorisieren wir jetzt bitte auch. Oh, das ist nochmal sehr viel. Brauchen wir aber sehr viel Holz. Das ist nicht gut. Naja, gut. Also der Förster, den muss ich auf jeden Fall noch freischalten. Da brauche ich 60 Punkte für. Ich brauche aber erstmal neue Biber hier drin. Die sind noch nicht so fleißig am Poppen, wollte ich gerade sagen. Die sind sich noch nicht so fleißig am Vermehren, wie sie es eigentlich sollten. Es wäre aber ganz schön, wenn die sich da mal ein bisschen mit beeilen würden, weil ich, wie gesagt, mehr brauche. Wasser haben wir eigentlich... Oh, das ist zwei... Ah, sehr schön. Beim zweiten... Ja, nehmen wir jetzt erstmal die Beeren, aber bitte keine Karotten. Also eigentlich auch nichts anderes, wenn man so will. Komm, schalt aus. Ja, mach. So, das ist zwar jetzt schon drin, aber da wird dann auch nichts mehr Neues reingemacht. Ich wünsche mir mindestens einen Stock von 100. Ach so, Moment, Vorrat. Ja, dann sagen wir mal 50. Also 50 sollte auf jeden Fall drin gelassen werden. Das hier oben bedeutet jetzt übrigens, dass die Dürre kommt, beziehungsweise schon quasi da ist. Das sieht man jetzt gleich da dran. Ich muss mal gucken, von wo das jetzt losgeht. Für alle die, die das Tutorial jetzt nicht gesehen haben. Also hier unten kommt das Wasser rein. Nee, Dürre kommt. Okay, es dauert noch 2,5 Tage. Aber hier unten würde das dann, glaube ich, anfangen, dass die Dürre da reinkommt. Das heißt, wir haben natürlich schon mal ein Problem. So, jetzt muss ich erstmal ein Wasserrad bauen. Warum will der das? Ach so, weil ich das einfach nur so ein bisschen blöd jetzt dahin gemacht habe. Okay, wenn ich das jetzt da machen würde, dann habe ich schlechte Angriffsfläche, ne? Machen es mal so. Ja, wenn die sich mal vermehren würden, dann könnten wir da auch einen reinsetzen, der für ein bisschen PS sorgt.
Vorerst zumindest, bis das Forschungszentrum dann endlich mal. Ich meine, es wäre mir lieber, wenn die erstmal ins Forschungszentrum gehen würden, davon abgesehen. So, das Lager ist auch schon wieder voll. Oje, oje, Moment. Hier möchte ich keine Beeren haben, keine Karotten. So. Kartoffeln möchte ich da drin haben. Und da oben möchte ich dann den Weizen drin haben und nichts anderes. So, jetzt haben wir hier Weizen. Hier waren, glaube ich, die Kartoffeln. Hier dann die Beeren. Das heißt, hier unten habe ich jetzt dummerweise alles noch drin. Hier unten möchte ich dann nur die Karotten drin haben. So, und auf jeden Fall mindestens 50 erstmal im Stock drin haben. Da auch. Da auch 50. Und da auch 50. So. Okay, so langsam geht's etwas los. Einen haben wir. Ranji. Nee, Ranji ist erwachsen geworden. Shengis wurde geboren. Das ist sehr schön. Aber ich hadere immer noch so ein bisschen mit mir. Ich will da oben keine Hütten hinbauen. Ich möchte erstmal die die Forschung ist. Ja, sehr schön. Endlich ist mal ein Forscher dran. Der Ranji, der erwachsen geworden ist, hat sich direkt dran gemacht und seinen Erfindergeist erfunden, wollte ich gerade sagen. Gefunden. Sehr schön. Ja, dann würde ich jetzt eigentlich mal sagen, bevor das jetzt hier weiter rattert, das können wir noch alles wegmachen, das haben wir auch gemacht. Ja, den Förster, den wollte ich jetzt noch machen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge ist sowieso schon viel, viel zu lang geworden. Und dass wir dann wirklich in der nächsten Folge unsere erste Dürre überstehen müssen und schauen, was dann noch von unserem Dorf übrig bleibt. Weil im Moment, obwohl, ja doch, also Wasser ist auf jeden Fall noch gut vorhanden. Wir haben ja auch noch nicht so eine große Population. Essen ist auf jeden Fall gut vorhanden. Also das ist gut, wenn man da am Anfang immer direkt schon hier anfängt, das Wichtigste zu bauen, damit man halt nicht später das Problem hat, ja, wie es leider doch teilweise einige haben. Habe ich das jetzt hier richtig reingemacht? Dass man dann vielleicht zu wenig zu essen hat. Ja, also wie gesagt, diese Folge, das Ziel können wir auch mal ausblenden, diese Folge ist erstmal für heute beendet. In der nächsten Folge werden wir uns die Dürre anschauen, die ja bevorsteht. In 0,2 Tagen sehe ich jetzt gerade. Und dann schauen wir, dass wir die überleben und wie wir dann noch weiterbauen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao!